Hallo Kinder, schön, dass ihr heute da seid zur ersten Kissstunde live mit uns, mit Bibi und mit mir, mit der Annika. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns schon auf euch und mit der Stunde Spiel und Spaß. Genau, ihr braucht heute dafür einen Ball, einen Luftballon oder auch ein T-Shirt, ein Kuscheltier oder so. Genau. Wir legen es am Anfang erstmal zur Seite. Und beginnen gleich mit dem ersten Spiel, und zwar einem Musikstopptanz. Manche von euch kennen es bestimmt schon aus der Halle. Wir lassen Musik laufen und in der Zeit dürft ihr euch in der ersten Runde einfach mal durch den Raum, durch euer Zimmer, durchs Wohnzimmer bewegen. Wenn die Musik aus ist, bleiben wir an der Stelle stehen. Und los geht's! Aus, wir bleiben stehen und es geht weiter. Und wir gehen alle in den Pro-Schwebesitz und versuchen es zu halten. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, geschafft und es geht weiter. Wir nehmen die Hände auf den Boden und
mit der nächsten Aufgabe an. Ihr dürft schon mal euren Ball oder Luftballon oder euer T-Shirt bereitlegen. Das brauchen wir gleich für die nächsten Übungen. Genau, das T-Shirt nimmt ihr wie so eine Schnur und versucht dann einen Knoten reinzumachen. Vielleicht können eure Eltern euch helfen, damit auch das T-Shirt schön fliegen kann. Dann. Wir grüßen nach dem Patrick. Ja, hallo. Gut, die erste Aufgabe ist, ihr dürft den Ball, euer T-Shirt oder den Luftballon in der Luft halten. Ganz egal, ob ihr mit der Hand, mit dem Kopf, mit dem Knie oder mit dem Fuß spielt. Probiert es einfach mal aus, ohne dass es den Boden berührt. Wem das auch noch zu einfach ist, kann jetzt versuchen, während er hochwirft, noch zu klatschen. So oft, wie man klatschen kann. Vielleicht schafft ihr es ja öfter als hier. Ihr könnt das Ganze nochmal steigern, indem ihr euren Ball hochwerft, euch dreht und dann wieder versucht, den Ball zu fangen. Probiert's mal aus. Genau, und wer es noch schwieriger will, kann natürlich während dem Training noch klatschen, wie Annika gerade gemacht hat. Versucht jetzt mal so weit wie möglich mit dem Ball runter auf den Boden zu kommen. So weit wie ihr könnt. Und haltet es einfach mal. Hm.
Dann wir gehen mit unserem Ball zum rechten Fuß. Und über die Mitte zur anderen Seite. Zurück und wir richten uns nach oben auf. Gut. Als nächstes dürft ihr mal versuchen, den Ball in der Luft zu halten und nur mit dem Fuß zu spielen. Mit dem Luftballon ist etwas einfacher. Wer den Ball oder ein T-Shirt hat, wird es schon etwas schwieriger. Und jetzt halt einfach den Fuß ab. Genau, jetzt versucht jemand nur mit dem Kopf, den Luftballon oder den Ball oder was auch immer, entgegen zu stoßen. Und wir probieren das Ganze mal nur mit dem Fuß. Dann den Ball auch öfters berühren. Und ansonsten macht ihr es wieder jetzt mit Fuß, Kopf oder Hand. Ihr dürft mal für euer Gegenüber auch ein bisschen schwieriger machen, indem ihr beim Ball auf. Eher nach unten. Oder zur Seite. Oder zur Seite. Und wir nehmen den Ball wieder in die Hand. Als nächstes stellt ihr euch Rücken an Rücken mit dem Ball dazwischen. Und versucht mal seitlich oder vorwärts durch den Raum zu laufen, ohne dass der Ball auf den Boden fliegt. Probiert es mal aus. Ihr könnt auch drehen. Nach hinten laufen. Zur Seite. Jetzt versucht ihr euch mal ganz langsam in die Knie zu gehen. Ganz langsam in die Knie. So weit runter, wie ihr es schafft. Und versucht einmal zu halten. Wir kommen wieder langsam hoch. Der Luftballon oder der Ball darf wieder nicht berühren. Und wir laufen nochmal durch den Raum. Und wir gehen nochmal seitlich. Und wir halten an. Ihr dürft euren Ball wieder nehmen. Als nächstes nehmen wir den Ball seitlich an die Schultern. Seitlich zwischen die Schultern oder dem Oberarm und laufen so durch die Hand. Entweder sprecht euch ab oder versucht mit mir. Und wir bleiben wieder stehen und versuchen wieder tief nach unten zu gehen in die Hocke.
in dem Fall 4. Wir gehen langsam wieder nach oben, wir laufen nochmal dicht im Raum. Als nächstes versuchen wir wieder runter zu gehen und zwar bis auf unsere Schienbeine runter. Wer es kann, kann sich sogar vielleicht hinsetzen auf dem Popo und die Füße nach vorne nehmen. Sehr gut. Und dann versuchen wir wieder aufzustehen, wenn ihr es geschafft habt. Der Ball sollte immer an der Schulter bleiben. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal noch mit der anderen Seite. Wir tauschen einmal und nehmen den Ball nochmal zwischen die Arme. Und wir gehen nochmals tief. Dann erstmal auf die Schienbeine. Und dann nochmal hinzusetzen. Sehr gut. Dann versuchen wir wieder aufzustehen. Am besten, vielleicht schafft ihr es auch ohne Hände. Ansonsten benutzt ihr eure Hände zur Hilfe. Super, sehr gut gemacht. Wir holen mal den zweiten Ball. Wir holen den zweiten Ball dazu, genau. Und dann dürft ihr euch mal auf den Boden setzen. Wir klemmen den Ball zwischen die Füße und versuchen unsere Füße abzuheben. Und die Arme nach vorne. Wie ein Kran und der Ball ist unsere Ladung. Aus der Position geht der Kran nach hinten und wir laden unsere Ladung hinter dem Kopf wieder ab und kommen nach vorne. Dann dürft ihr schnell aufstehen, euren Ball nochmal nachholen und wir üben es nochmal. Den Ball zwischen die Füße und gleich wieder hinter dem Kopf ablegen. Genau, jetzt versuchen wir mal unseren Popo, wir legen uns auf den Rücken und versuchen unseren Popo so weit nach oben wie möglich zu heben. Jetzt habt ihr den Ball in der Hand oder den Luftballon und jetzt versuchen wir am Körper entlang zu führen. Unter dem Popo hindurch, über den Bauch und wieder. Immer weiter. Den Popo immer oben lassen, nicht durchhängen. Der Ball muss immer zwischen. Und wir wechseln mal die Seite oder die Richtung und machen die andere Richtung. Der Popo ist immer noch ganz weit oben. Sehr gut. Und jetzt dürft ihr euch wieder entspannen. Als nächstes versuchen wir, den Ball zwischen die Knie zu nehmen, den hoch in den Krebsgang und versuchen so durch das Zimmer oder durch die Wohnung zu laufen. Der Ball darf nicht runterkullern. Wir können auch vorwärts laufen, eigentlich laufen, wie ihr wollt. Und auch der Popo ist hier ganz weit oben. Und dann dürft ihr euch wieder hinsetzen, den Ball in die Hände nehmen. Und dann legen wir uns nochmal auf den Bauch. Wir haben unseren Ball in den Händen. Und zwar ist es unsere Kugel Eis. Ihr könnt euch mal überlegen, welche Sorte Eis ihr habt. Ich habe vielleicht Zitrone. Bianca hat Schokolade. Und dann nehmen wir die Arme mal nach oben und essen unser Eis. Ellbogen schauen zur Seite.
Ihr dürft absetzen. Gut gemacht. Kurze Pause. Ihr dürft einfach mal auf dem Boden liegen bleiben. Und wir essen nochmal unser Eis. Wir nehmen die Arme nach oben. Wir machen es etwas schwieriger. Wir heben die Beine auch lang gestreckt ab. Halten die Position und essen unser Eis weiter. Ihr dürft absetzen. Ich mach mal kurz, was weitergeht. Wir gehen nochmal hoch. Erstmal machen wir nur den Oberkörper hoch. Jetzt bewegen wir unsere Eiskugeln nach rechts und nach links. Der Oberkörper ist dabei immer oben. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und nochmal entspannen, tief ein- und ausatmen. Und wir probieren es nochmal, aber diesmal sind auch unsere Beine oben. Und diesmal machen wir nur 10 Stück. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 8. Sehr gut. Gut, dann dürft ihr euch nochmal hinsetzen. Wir setzen uns gegenüber. Ihr braucht zu zweit nur einen Ball oder einen Luftballon, ganz egal. Ich lege mal den Luftballon zur Seite. Wir kretschen die Beine und rollen uns den Ball zu. Und als nächstes werfen wir den Ball auf den Boden, einmal oder zweimal aufkommen lassen und dann versucht der Partner, eure Mama, euer Papa, den Ball wieder zu fangen. Versucht auch mal mit der anderen Hand zu werfen und mit beiden Händen natürlich fangen. Zuzuwerfen, ohne dass der Ball den Boden berührt und wieder fangen. Hier mal mit der anderen Hand zu werfen, vielleicht funktioniert das gut. Stopp. Wir schließen die Beine, winkeln die Beine an und versuchen jetzt unsere Füße abzuheben und den Ball zuzuwerfen. Es wird etwas schwieriger. Jetzt mal aus. Sonst könnt ihr die Füße auch natürlich absetzen und es ist etwas einfacher. Jetzt stellen wir die Füße nochmal ab, gehen Beine in Rückenlage, eine Person hat den Ball und versucht jetzt nach oben zu gehen in den Sitz, wirft der Person den Ball zu und geht wieder runter. Das schaffst du noch. Gut, super.
Jeder hat wieder einen Ball und ihr dürft euch nochmal aufstellen. Und zwar legen wir unseren Ball oder unseren Luftballon auf den Boden und versuchen den Ball am Fuß zu führen, aber versucht nicht den Ball zu kicken, sondern nur ganz kleine Tippbewegung, dass der Ball immer am Fuß bleibt und so durch die Halle, durch euer Wohnzimmer, euer Kinderzimmer laufen. Könnt ihr es auch mal versuchen mit dem anderen Fuß? Oder auch mal im Wechsel. Einmal mit dem rechten Fuß und einmal mit dem linken Fuß spielen. Und wir halten an und spielen uns zu zweit mit dem Fuß den Ball zu. Entweder erstmal mit einem Ball und nachher könnt ihr es auch mit beiden Bällen probieren. Ihr könnt dabei auch immer wechseln, einmal mit dem rechten Fuß, einmal mit dem linken und schauen, ob es mit beiden Seiten genauso gut funktioniert. Wenn doch nicht. Probiert es aus, war nicht so einfach. Stoppt ihr auch erstmal den Ball und passt dann zu. Wie ihr wollt. Und stoppt ihr dürft, wenn ihr noch einen zweiten Ball habt, einen zweiten Ball dazu nehmen. Und zwar werfen wir uns den Ball zu, den Luftballon bei uns, der gelbe Ball, werfen wir uns zu und unseren roten Ball spielen wir mit dem Fuß zu. Stopp. Gut, ihr lässt den Ball um den Körper übergeben und dürft mal so durch euer Zimmer laufen. Und wir laufen als nächstes rückwärts. Und wir wechseln auch mal die Richtung vom Ball. Gut, dann machen wir jetzt zum Abschluss, bevor wir zu unserem Abschlussspiel kommen, noch kurz dehnen wir uns. Und dann setzen wir uns auf den Popo, quetschen unsere Beine und gehen erstmal mit dem Ball zum rechten Fuß oder zum anderen. Und wir halten erstmal. Runterkommen. Richten uns wieder auf und gehen mit dem Ball zum anderen Fuß.
Vielleicht könnt ihr auch mit der Nasenspitze euer Knie berühren. Und wir richten uns wieder auf. So, jetzt gehen wir mit dem Ball nach ganz weit vorne, so weit wie ihr könnt. So weit wie ihr könnt. Irgendwann stopp. Gleich. Und wir halten. Und wir richten uns wieder. Da, jetzt schließen wir unsere Beine. Und wir gehen von oben. Nein, wir gehen von unten und rollen den Ball so weit nach vorne zu euren Zehen. Und auch hier versucht ihr wieder zu halten. Und vielleicht schafft ihr es ja auch hier mit der Nasenspitze eure Knie zu berühren. Wenn ihr so weiterkommt, wenn ihr nicht zu den Knien kommt, ist auch nicht so schlimm. Und wir rollen den Ball langsam wieder nach oben zu uns, richten uns auf. Dann dürft ihr nochmal euch aufstellen und die Beine grätschen. Wir legen uns den Ball auf den Boden und rollen den Ball um die Beine herum. Versucht dabei, die Beine ganz gestreckt zu lassen. Und wir malen mit unserem Ball eine 8 auf den Boden. In der Mitte ziehen uns wieder nach oben und wir nehmen die Arme ganz weit nach oben. Wir schließen die Beine, gehen auf Zehenspitzen, wir machen uns ganz groß wie eine Giraffe, strecken uns und versuchen mal wie eine Giraffe ganz lang zu bleiben und so durch den Raum zu laufen. Und da dürft ihr die Arme nach unten nehmen. Ihr dürft euren Ball mal zur Seite legen. Für das nächste Spiel brauchen wir keinen Ball mehr. Und zwar spielen wir als nächstes Feuerwassersturm. Manche von euch kennen das Spiel bestimmt schon aus der Turnhalle. Und zwar, ihr braucht für Wasser, dass die Füße nicht nass werden, dürft ihr irgendwo nach oben stellen oder sitzen. Ihr könnt euch aufs Sofa sitzen. Genau, sucht euch eine Erhöhung, sodass ihr mit den Füßen nicht den Boden berührt. Dann gibt es noch Eis. Bei Eis bleiben wir, denn wie wir gerade sind, bewegen uns nicht mehr. Sturm, legen wir uns ganz flach auf den Bauch, dass der Sturm über uns bewegen kann. Ich würde sagen, wir machen es mal mit den drei. Und nachher nehmen wir noch ein, zwei Elemente dazu. Wenn die Musik an ist, dürft ihr wieder durch den Raum laufen. Am Anfang mal ganz locker durch den Raum. Jeder, wie er möchte. Und Sturm! Legen uns ganz flach auf den Bauch. Genau. Und wir stehen wieder auf und laufen nochmal durch den Raum. Und Wasser, wir gehen irgendwo rauf. Und es muss nicht wackeln und bleiben da stehen. Sehr gut. Als nächstes laufen wir rückwärts durch unser Zimmer oder durchs Wohnzimmer oder. Als nächstes laufen
Augen auf allen Vieren, wie ein Tiger oder eine Katze, durch den Raum. Die Knie berühren nicht den Boden. Versuch's. Und stumm. Sehr gut. Als nächstes laufen wir wieder ganz groß wie eine Giraffe durch die Gegend. Wasser! Hier dürft ihr nur nach oben steigen, auf das Bett oder auf das Sofa. Und wenn ihr da oben seid, dann geht's gleich weiter. Wir springen wie ein Känguru, würde ich sagen. Das hatten wir diese Runde noch nicht. Wir springen wie ein Känguru mit beiden Beinen abspringen durch den Raum. Machen wir noch den Käfer dazu. Dazu legen wir uns auf den Rücken, alle Viere von uns gestreckt und wir zappeln. Genau. Sehr gut. So. Das heißt, wir laufen jetzt mal wieder durch die Gegend. Ganz normal. Vorwärts, rückwärts, wie ihr möchtet. Auf den Bauch. Als nächstes dürft ihr auf einem Bein durch den Raum hüpfen. Auf einem Bein.